Guten Tag, du fährst heute die RB 5954-2 von Mittenwald zunächst bis Garmisch-Partenkirchen. Rüste den Zug auf und öffne die Türen. Abfahrt ist um 16.05 Uhr. Gute Fahrt. Und damit recht herzlich willkommen auf der Mittenwaldbahn von Dovetail Games. Wir fahren heute mit dem Wittenberger Steuerwagen von Virtual Railroads und der schönen Baureihe 110. Der sogenannten Bügelfalte. Ja, wir haben hinten dran Regionalbahnwagen und ein paar Dostos. Ist eine sehr zusammengewürfelte Zugkombination heute. Hier die normalen N-Wagen im Zug und eben Doppelstockwagen. So, und wir steigen direkt ein. Wir gehen vor in den Führerstand an den Platz, wo wir hingehören. So, hier hinten drin scheint schon mal die Batterie eingeschaltet zu sein. Ja, die war eingeschaltet. Okay, gut, schalten wir sie nochmal ein. Dann brauchen wir natürlich die PZB. SIFA bleibt... Ach, wir nehmen die SIFA mit dazu. Heute darf es die SIFA auch mal sein. Dann schalten wir uns natürlich den entsprechenden Pantographen hinzu. Wenn der in der Lokomotive nicht sogar schon gehoben ist. Der ist schon oben, wunderbar. Und dann brauchen wir natürlich noch den Hauptschalter. Ach, der war auch schon eingeschaltet. Okay. Dann geht's weiter. Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. Instrumentenbeleuchtung einschalten. Führerstandsbeleuchtung. Türen sind noch geöffnet. Wunderbar. Am Hauptsignal ist noch Halt. Und da kommt gerade eine 185, oder? Ja, genau, eine 185 mit Militärtransport. Ein Militärzug. Das gibt's doch gar nicht. Hinten drauf Panzer. Ja, guten Tag. Boah. Lauter Bundeswehrfahrzeuge. Panzer hinten drauf. Und LKWs. Und das alles rollt nach Österreich. Ja, die Frage ist, was sie damit dort wollen. Oder wo es dann im Anschluss hingeht. Naja, wir wissen es nicht. Okay. Das Signal zeigt schon grün, also freie Fahrt und dann Ausfahrt mit 60. Und die Türen sind aber immer noch geöffnet und wir müssen in Mittenwald anhalten bis, ich würde mal sagen, 16.04 Uhr ungefähr. Dann sollte die Abfahrt endlich stattfinden. Ja, Mittenwaldbahn, ganz klar, führt im Train-Simulator von Garmisch-Partenkirchen über Mittenwald bis nach Innsbruck. In dem Fall fahren wir jetzt hier die DTG-Version. Es gibt noch eine Version von RSSLO. Mit anderen Worten, die Mittenwaldbahn ist im Train-Simulator wirklich zweimal vorhanden. Und ja, wir dürfen sie heute in dieser schönen Version erkunden. So, die meisten sind eigentlich auch schon eingestiegen. Und deswegen begeben wir uns mal in den Zug hinein. Schauen uns hier ein bisschen um. So, Doppelstockwagen, wieder ganz typisch. Die normale Sitzbepolsterung, wie wir sie von der Deutschen Bahn kennen. Da hat sich nichts verändert. Und wir schauen natürlich auch nochmal oben rein. Gepäckablagen wieder. Beleuchtung. Ganz normal. Ganz typischer Doppelstockwagen. So, heute DB Regio. Einmal im Nahverkehrsdienst. Ja, wir halten heute unter anderem an in Kleis sowie Garmisch-Partenkirchen. Zwei Halte heute also nur, eine relativ kurze Fahrt, aber dennoch wird sie sehr schön werden. So. Okay, 16.05 Uhr ist Abfahrt. Alles klar. Thank you.
Schaffner hat gepfiffen und wir müssen die Türen schließen. Überall schöne Schiebetüren am Zug. Wunderbar, dann kann es auch schon losgehen. Bremse lösen. Lokbremse ist auch gelöst. Und raus aus dem Bahnhof, Mittenwald. So, ich glaube, wir können so mal eine andere Position setzen. Sonst hängen wir hier so ein bisschen tief. Aber da ist scheinbar keine andere Position anzuwählen. Na gut. So, wir dürfen uns befreien. Oberer Zug hat heute natürlich. So, Sie verquittieren auch nicht vergessen. Und dann darf mit 60 weitergefahren werden. Das ist doch schon mal wunderbar. Regionalbahn und dann noch Mittenwaldbahn. Eine wunderbare Kombination. Das sind dann hier schon wieder deutsche Alpen. Weil unmittelbar hinter Mittenwald müsste ja dann Grenzübergang sein. Da geht's dann direkt nach Österreich. Wir fahren mehr oder weniger hier so, ich sag mal, in der Länderschneise. Guckt euch die Berge an, guckt euch die Berge an. Die ein oder anderen Chalets werden wir bestimmt auch noch sehen. Das sind diese typischen kleinen Häuser. Na, ist ein bisschen zu schnell. Ja, heute natürlich auch unterwegs ohne AFB. Keine Computersysteme, die uns hier heute unter die Arme greifen. Alles muss schön manuell gemacht werden. Dann geht es hier auch wieder die Steigung rauf. Ja, SIFA natürlich quittieren. Nicht vergessen. Sonnenblenden können wir hier auch runterziehen oder hochschieben. Das ist wirklich schön an dem Wittenberger Steuerwagen. Das ist halt die Bauform von diesem Steuerwagen. Die wird extra als Wittenberger bezeichnet. Und ja, solche Einsatzmöglichkeiten sind natürlich auch möglich. Vorne dran Wittenberger Steuerwagen, hinten dran Doppelstockwagen und dann nochmal ein Nahverkehrswagen hinten dran. Sieht man nicht jeden Tag? Die 110er schon gar nicht mehr. Der Tacho vom Wittenberger ist auch sehr genau. Mir gefällt ja die Tachonadel sehr, sehr gut. Im Simulator hat man die wirklich geil gemacht. Ist nicht wie bei manchen anderen Triebfahrzeugen, wo man sich dann sagt, okay, wo steht jetzt die Tachonadel genau? Und dann gibt es auch noch Probleme bei bestimmten Lokomotiven. Da stimmt die Tachonadel, also der Wert, der angezeigt wird, nicht mit der tatsächlichen Geschwindigkeit hier unten überein. Ich meine, gut, hier ist es auch ziemlich... Ja, doch, ziemlich ungenau eigentlich. Wir müssen jetzt eigentlich genau bei 60 sein. Aber na gut. Nächster Halt. Gleis. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wunderbar. Nächster Halt Gleis. Das ist richtig. Und dann geht's noch bis nach Garmisch. Weil sich der ein oder andere vielleicht auch mal gefragt hat, wieso der Ort Garmisch-Partenkirchen heißt. Hintergrund hinter dieser Geschichte ist folgender. Es gab einst ja zwei Orte, also Garmisch und Partenkirchen. Da diese Städte aber, oder diese Ortschaften,
so nah beieinander lagen und über die Zeit so stark gewachsen sind, hat man den Ort dann mehr oder weniger zusammengefasst und hat es allgemein als Garmisch-Partenkirchen getauft. Somit ist dann ein Ort mehr oder weniger entstanden. So, Kleis ist aber mal noch ein bisschen von uns entfernt. 2,2 Kilometer. Da müssen wir noch nicht runterbremsen. Sie auch wieder quittieren. Die Kombination der Wagen sieht echt witzig aus. In Gegenrichtung gibt es auch eine Langsamfahrstelle mit 40. Habe ich jetzt gar nicht bemerkt in unsere Richtung. War wahrscheinlich auch nicht da. Na, die 60 müssen wir halten. So, das klappt auch. So, hier drüben sind wieder diese kleinen Scheunen. Die sind ja im Alpenraum sehr weit verbreitet. Das ist auch typisch für die Region. Ich muss auch sagen, ich sehe diese kleinen Häuschen sehr gern. Es sind meist kleine Holzbauten auf einem, ja, ich sag mal, Stein. Ja, wie soll ich sagen, Fundament, wenn man so sagen möchte. Gut, jetzt hier im Train Simulator sehen wir natürlich keine Steinfundamente, aber die waren einst immer auf Steinfundamenten gebaut. Hier müsste es Beton sein. Signal zeigt freie Fahrt. Alles grün. Und davon kommt auch schon der Bahnhof. Der Bahnhof Kleis. Die Bremswirkung des Zuges ist auch sehr hoch. Das ist schon mal sehr gut. Ja, und die SIFA ist natürlich auch anwesend. Die dürfen wir nicht vergessen. Ansonsten zwingt ihr uns in die Knie. Huch. Scheibenwischer wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur die Person ein Stückchen vom Bahnsteigrand wegdrängen. Na, da haben wir uns ein bisschen verbremst. Bisschen verbremst, müssen wir nochmal ganz kurz zurücksetzen. So, die eine Tür brauchen wir noch. Ja, das passiert. Das passiert gerade dann, wenn man es eilig hat. So, jetzt Türchen auf und dann dürfen die Fahrgäste rein und raus. Schön die Alpen, oder? Eine Region, in der es sich wirklich lohnt zu leben. So schön der Ausblick, egal wo man ist. Auch wenn ich dort im Urlaub war, also ich habe immer nur freundliche Menschen getroffen. Sehr viele Touristen natürlich. Aber es ist so eine schöne Region. Eine Region, die das Leben lebenswert macht. So, dann wieder Leistung aufschalten und abfahren in Richtung Garmisch-Partenkirchen. So, hier auch schön auf die PZB achten. PZB frei an der Stelle. Der Wagen sieht auch sehr interessant aus. Wahrscheinlich für den Holztransport extra. So, 11 Kilometer bis nach Garmisch.
schön, es geht hier drüben weiter. Da haben sie auch Holz davor gestapelt. Für den Winter. Wahrscheinlich Brennholz. Für was sollte man auch sonst so kleine Holzstückchen gebrauchen? Für den Kamin. Da müssen dann keine Pellets oder ähnliches gekauft werden. Es wird hier alles noch von Hand geschlagen. So, und ich glaube, auf diesem Radweg hier auf der linken Seite bin ich sogar selbst schon unterwegs gewesen. Allerdings zu Fuß, nicht mit dem Rad. So kurz vor Mittenwald. Vor oder, naja, gut, aus deutscher, von deutscher Seite aus gesehen, vor der österreichischen Grenze. Obwohl da so einige Bahnübergänge sind, die ich in echt nicht gesehen habe an manchen Stellen. Er hat stetig ja auch nicht so ganz sauber gearbeitet. Da sind manche Sachen eben so ein bisschen, ich sag mal, nicht so 100% originalgetreu. Aber Mensch, wen interessiert es da, ob da jetzt der Radweg auf der rechten oder linken Seite ist? Klar, soll natürlich möglichst originalgetreu sein, aber so viel Wert legt dann DTG auch nicht drauf. Wo ich auch sagen muss, das muss gar nicht mehr sein. Aber so markante Sachen müssen eben stimmen. Auch ob das jetzt hier links neben dem Gleis tatsächlich so einen kleinen Zaun gibt, das ist wirklich nebensächlich, finde ich. Eher müssen so Sachen wie Signalsysteme stimmen, überhaupt Signalisierungen an den Signalen. Sachen, die wirklich ja, von essentieller Wichtigkeit sind bei der Strecke. Und klar, bei so Details lässt sich eben drüber streiten, ist das jetzt von essentieller Wichtigkeit oder ist es eher nebensächlich? Aber ich finde gerade auch hier so Bahnübergangsanlagen, ja, ob das jetzt hier in echt wirklich eine Halbschranke ist oder eine Doppelschranke oder ob da wirklich nur ein Andreaskreuz aufgestellt ist, meine Güte, wen juckt das jetzt wirklich? Ich meine, gut, wenn man die Strecke direkt vor der Haustür hat und man möchte diesen extrem starken Wiedererkennungswert auffinden, dann kann es natürlich sein, dass sich da der ein oder andere Käufer vielleicht ein bisschen drüber ärgert. Aber so schlimm ist es dann doch nicht. Ja, die Mittenwaldbahn erfolgt mehr oder weniger der ganzen Zeit. Oder während der ganzen Zeit nicht Autobahn, der Straße. Oder die Straße der Schiene, wie man es halt sehen möchte. Und ja, beides führt unmittelbar über die Grenze. Hinter Mittenwald. Und wir müssen jetzt erstmal die 60 quittieren. Und vor allem auch auf 60 runterbremsen. Ja, sehr kurzer Signalabstand. Ja, Sifa. Gerade der Wittenberger Steuerwagen ist immer schön leise. Das macht's Fahren richtig angenehm. So, hier gibt es eine Ausweichstelle für entgegenkommende Züge. So kann man mehr oder weniger die Strecken, oder was heißt mehr oder weniger, so kann man die Streckenkapazität erhöhen. Wenn wir jetzt einen Gegenzug hätten, könnte der nämlich hier im Abstellgleis neben uns warten. Wobei, als Abstellgleis kann man es auch nicht bezeichnen, ist eben eine Ausweichstelle. Und man kann es auch noch als Überholstelle nutzen. Als eine Art Mini-Überholbahnhof. Was aber auf der Mittenwaldbahn eher kaum stattfinden wird. Vielleicht wenn ein Bauzug im Gleis ist oder so, ja. Aber ansonsten, Überholstelle ist es in den seltensten Fällen.
So, die Bremse lassen wir gleich leicht angezogen. Wobei, erste Bremsstellung wird dann auch zu heftig sein. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, wie sich der Zug verhält. Ob er langsamer wird. Oder ob er die Geschwindigkeit hält. Und ja, er wird langsamer. Ja, er wird langsamer. Oh, hier links die Bäume. Die sind halt auch bei DTG ein bisschen schöner, finde ich. Bei der DTG Mittenwaldbahn sind die Bäume wirklich schöner geworden. Da hat RSSLO meiner Meinung nach ein bisschen, ja, versagt. Aber mit einem Streckenupdate lässt sich das bestimmt auch relativ einfach beheben. Boah, schön. So, die Siefer nochmal wegdrücken. Und dann nochmal reinbremsen. Ja, ich gucke immer so ein bisschen nach Garmisch-Partenkirchen. Wobei, die Skisprungschanze, die sehen wir ja eigentlich relativ früh. Und auch das Bahnhofsgebäude bzw. die Gleisareale in Garmisch sind eigentlich nicht zu übersehen. Von daher brauche ich eigentlich gar keine Angst haben, dass wir da durch den Bahnhof durchrauschen. Aber gerade den Gleis haben wir es ja gesehen, verbremst. Naja, ist halt ein Zug, den ich auch nicht jeden Tag fahre. So, die erste Bremsung kann da halt mal schief gehen, ne? Aber bei einem roten Signal lieber die Bremse stärker anziehen, als sie zu schwach. Ansonsten kann das Probleme mit den Vorgesetzten geben und wird es auch. Nicht nur mit den Vorgesetzten. Aber das Eisenbahnbundesamt wird da ein paar Worte mit dir wechseln wollen, wenn du am HP0 zeigenden Signal vorbeifährst. Da ist die Fahrt erst einmal zu Ende. So, auch im Simulator wird es jetzt gerade ein bisschen dunkler. Ein paar Wolken schieben sich vor die Sonne. Alles klar. Das müssen wir natürlich auch berücksichtigen, denn auch wir werden in Garmisch-Partenkirchen aus dem Zug aussteigen. Der Zug wird dann wahrscheinlich in die Abstellung gefahren von einem Kollegen oder unter einer anderen Zugnummer als anderer Zug weitergefahren. Für uns ist jedenfalls in Garmisch-Partenkirchen heute Schluss und, wie gerade angekündigt, die Olympiaschanze. Hier, links ganz groß. Sieht aus meiner Sicht immer so ein bisschen aus wie ein, naja, sehr großer Damenschuh, wie so ein Stöckelschuh. Eine sehr subjektive Meinung, aber sieht ganz witzig aus. So, und ja, hier vor Garmisch geht's stark in die Steigung, in die Senkung rein. So, der Bahnsteig, genau, der ist nicht für uns. Hier müssen wir nicht anhalten. Da stehen auch gar keine Bahnsteigschilder. Hier ist nur ein Bahnsteig. Alles andere fehlt. Theoretisch können wir auch schön mit der E-Bremse abbremsen. Das ist ja unser Vorteil. Da haben wir eine sehr genaue Bremswirkung. Die Luftdruckbremse hat eben den Vor- oder Nachteil, dass sie zwar stärker anziehen kann, bezogen auf den gesamten Zugverband, weil die Druckluftbremsen wirken halt an jedem Wagen.
Die E-Bremse wirkt zwar nur in der Lok und ist auch im Vergleich zu allen Bremsen am Zug nicht ganz so stark, aber wir können die halt viel feiner dosieren. Wir können viel genauer sagen, okay, wir geben so und so viel Bremskraft und die zieht halt auch nicht nach. Ja, Sifa. So, hier vorne 50, oha. Gut, dann gehen wir runter auf 50. So, nochmal PZB wachsam. HP0 erwarten. Also Halt erwarten. Ja, das ist jetzt die letzte Kurve in den Bahnhof nach Garmisch-Partenkirchen hinein. Hier unten haben wir dann Anschluss an die andere Bahn. Unter anderem müsste es hier direkt eine Anbindung zur Talstation der Alpspitzbahn geben. Und natürlich zur Seilbahn. Da kann man nämlich auch direkt auf die Alpspitze hochfahren. Zugspitze liegt ja nur wenige Meter davon entfernt. So, jetzt müssen wir es aber mal sein lassen mit der E-Bremse. Jetzt schnappen wir uns gleich die doppelte geballte Bremskraft. Wir nehmen beide Bremssysteme in Kombination wieder. So, wir sind in der oberen Zugart unterwegs, also können wir am 500 Hz Gleismagneten theoretisch mit 65 vorbeifahren. Wir müssen natürlich runterkommen mit der Geschwindigkeit. Ansonsten heißt es dann da auch Zwangsbremsung. Also wir sind auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Hier sehen wir auch nochmal sehr, sehr schön die Einblendungen. Ach, der Zug fährt sogar weiter nach München Hauptbahnhof als RB 59 542. Da ändert sich also gar nichts. Mit anderen Worten, wir könnten den Zug sogar auf dem Teilstück nach München nochmal übernehmen. Na gut. Heute mal eine sehr kurze Fahrt, ich weiß. Muss aber auch mal sein. Mal was Entspanntes, aber Kurzes. In dem Sinne bedanke ich mich wieder bei all denjenigen, die heute hier bis zum Ende zugeschaut haben. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und einen Kommentar von euch. Am meisten natürlich freue ich mich übers Abo. Also wenn ihr euch fürs Eisenbahnfahren interessiert, klickt doch einfach auf Abonnieren und natürlich das Glöckchen daneben auch anklicken. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Jeden zweiten Tag um 14 Uhr gibt es hier garantiert ein neues Video. Das war's für heute, euer Think New Fly New. Ich verabschiede mich, allzeit gute Fahrt, bis zum nächsten Mal.